Wer bist du und was machst du in der Street Church? Ich bin der Mathieu, ich bin 24, ich bin jetzt gelernter Koch. Vor meiner Lehrstelle, zweiten Lehrstelle, bin ich 2 Jahre in der Street Church gewesen. Ja, und die haben mir geholfen, wieder in den Arbeitsmarkt zu finden. Ja, ich habe meine erste Lehrstelle verloren gehabt. Viele private Probleme. Und dann irgendwann wollte ich wieder etwas machen in meinem Leben. Etwas, nicht nur die Haie voll umeinander hocken, sondern etwas machen, ja. Und eigentlich ist mir gesagt worden, da wird einem geholfen. Und so bin ich da angekommen. Und es ist mir geholfen worden, sozusagen, ja. Was mir viel geholfen hat, ist ein Schritt nach dem anderen. Man hat dann so einen Berg von Sachen, die einen erwartet, die man aufarbeiten muss. Und das, was einem am meisten hilft, ist einfach ein Schritt nach dem anderen. Und dann kommt es gut. Bevor und nachdem ich da war, bin gar nicht das Problem ganz anders da. Auch mein Lebensstil hat sich verändert. Ja, ich schaue mehr auf mich. Ich denke mehr über Konsequenzen an. Versuche einfach das Beste aus dem Leben rauszuholen und nicht nur so das Minimum, blöd gesagt. Das Motto von der Street Church ist «Love can do it». Was heisst das für dich? Das Gefühl, willkommen zu sein. Auch wenn man irgendwie in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen hat, wird man da immer gut behandelt, man kann ehrlich sein, einem wird geholfen. Man kommt irgendwie aus dieser Spirale raus mit diesen Leuten. Genau. Ich träume davon, dass in den nächsten 3 Jahren. Oh. Also, ich habe schon ziemlich viel erreicht, wo ich mir selber gewünscht habe. Da ich träume, dass in 3 Jahren vielleicht der Anfang von einer Familie ist. So. Weil, ja, also. Die grössten Träume habe ich jetzt eigentlich schon erreicht. So, ich habe meine Lehre abgeschlossen, ich habe das Finanzielle im Griff, das Privatleben läuft gut. Ja, also eben, was will man viel mehr haben? Ich habe vorher nichts gehabt, jetzt habe ich irgendwie recht viel. Noch nicht ganz alles, aber wirklich recht viel, ja.